So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Ja, es ist tatsächlich kleiner als sonst. Die Auflösung ist nicht 800 mal 600 oder was auch immer. Nein, 908 mal 638. Ganz komische Auflösung, ich weiß. Aber das ist ja nur das Zeug da. Und zwar, heute geht es um was sowas ähnlich ist wie dein 260-Hack. Das Ganze aber nur mit einer besonderen Art von Levels. So, bei deinem 260-Hack kann man ja jede Art von Level einsenden. Hier allerdings nicht. Hier werden nur 2D-Levels akzeptiert. 2D-Levels mit 2D-Kamera. Wäre natürlich ganz nice, wenn es auch 2D-Kamera wäre. Muss nicht, aber es wäre eigentlich ganz toll. Ich werde auch ein Tutorial dazu machen. Deshalb ist dieses Ankündigungsvideo ja eigentlich noch gar nicht die richtige Ankündigung, sondern eigentlich mehr oder weniger nur die Ankündigung, dass es mal kommen wird und dass jetzt demnächst ein Tutorial über 2D-Levels gibt. Ja, inklusive der 2D-Kamera. Das ist kein Hexenspiel, das ist einfach nur eine andere Kamera. Was man muss nur im Importer eine andere Kamera auswählen. Sonst nix. Naja, gut, davor muss man noch was tun, aber das ist auch überhaupt nicht schwer. Das verspreche ich. Ja, es läuft so ähnlich ab wie bei deinem 60-Hack. Also wer es kann über. Ich sage jetzt über noch nichts, ja? Weil das Ganze erst dann später kommt, wenn die Tutorials draußen sind. Die werde ich wahrscheinlich erst mit dem Veröffentlichungsvideo veröffentlichen. Ja, gut. Es wird mal sowas geben. Und warum mache ich 2D-Levels? Einfach, weil es sowas kaum gibt. Powdered hat ein paar gemacht, Gas hat mal ein paar gemacht. Dann hat man so vielleicht mal ein paar gemacht. Aber wo sind die alle? Und ich finde keine. Nein, es wäre mal ganz nett, 2D-Levels zu finden. Man kann auch ganz tolle 2D-Levels draußen machen. Hoffentlich wird es tolle. Ja. Gut, jedenfalls kommt demnächst ein Tutorial. How to 2D-Levels mit 2D-Kamera am besten noch. Dann kommt dieses Ankündigungsvideo und dann, wo ich auch nochmal alles erkläre, wie und war und wo und was. Ja, wie kann man machen, wie lange willst du auch was machen. Und ja, sowas wie Notung, da bin ich nicht unbedingt der Beste, aber wenn es dann der möchte, das jetzt benutzt. Da kommt alles im Informationsvideo. Naja, also gut. Dann erst einmal viel Spaß auf das folgende Tutorial. Bis denne.